Hallo Kackbratzen. Es kann durchaus sein, dass es für die PSP wirklich eine Auswahl schöner Spiele gab. Darunter auch das unfassbar gute Gran Turismo oder ein Resistance Spin-Off. Allerdings hatte ich immer das Problem, dass ich schon nach circa 5 Minuten die schönsten Krämpfe der Welt in meinen Pfoten hatte. Ich mag die PSP. Was ich nicht mag, sind Schmerzen. Aber zum Glück gibt es ja auch andere Mittel und Wege, diese Titel zu spielen. Nah. Nope. Okay. That's more like it. Einer dieser PSP-Titel, den man sich definitiv nicht entgehen lassen sollte, ist das 2007 veröffentlichte Deadhead Freight, das wohl eines der großartigsten Spiele überhaupt für die kleine Sony-Konsole ist. Deadhead Freight ist ein Comedy-Abenteuer, das wie eine Mischung aus einem Tim Burton-Film und einem klassischen Film Noir aus den 40er Jahren wirkt. Well, hello there. Look who finally decided to wake up. Das Spiel erzählt die Geschichte eines kürzlich verstorbenen Detektivs namens Fred, der in einem heruntergekommenen Labor eines verrückten Wissenschaftlers aufwacht. Zunächst ist Fred einfach nur dankbar, am Leben zu sein, doch es dauert nicht lange, bis unserem Helden klar wird, dass sein Kopf durch ein großes Glasgefäß voller Flüssigkeit und ein darin schwebendes Gehirn ersetzt wurde. What the fuck? What have you done to me? Wie das in den meisten Fällen so ist, kann sich unser Fred einfach nicht mehr daran erinnern, was ihn erst in diese missliche Lage gebracht hat. Noch bevor er alles wieder auf die Kette kriegt, wird der verrückte Professor von ein paar fiesen Typen entführt. Unser Fred muss nun nicht nur das Rätsel um seine Vergangenheit wieder Stück für Stück zusammensetzen, sondern auch den Professor von seinen Entführern befreien, um vielleicht endlich wieder etwas Normalität in sein neues Leben zu bringen. Leider ist das natürlich leichter gesagt als getan. Holy shit! That's enough, Tululu. Come back here. You're bothering the man. Die Geschichte von Deadhead Freight spielt in der kleinen und beschaulichen Stadt Hope Falls, die von einer Menge sehr exzentrischen Leuten bewohnt wird, die ihrerseits einen Sack voll Geheimnisse zu erzählen haben. Das größte Problem der Stadt ist, dass sie anscheinend unter einem Ausbruch an radioaktiven Strahlen leidet, die aus dem örtlichen Atomkraftwerk austreten. Dies führt leider dazu, dass die Bevölkerung langsam komplett mutiert, was zu einer mittelprächtigen Zombie-Plage führt. Und so fügt sich ein weiterer Punkt auf unserer To-Do-Liste hinzu. Nicht nur müssen wir herausfinden, wer uns ermordet hat und den Professor finden, sondern wir müssen zudem die kleine Stadt aus ihrer leichten Schieflage befreien. The hell is this? Auf den ersten Blick scheint es, dass Deadhead Freight vielleicht nur ein relativ kurzes Actionspiel ist, in dem man unzähligen Feinden das Licht ausknipsen wird. Hinter der Fassade verbirgt sich allerdings ein relativ tiefgründiges Adventure, da man auf seiner Reise durch diese merkwürdige Welt auch die Bekanntschaft einer Menge Leute machen wird. Für ein PSP-Spiel bietet Deadhead Freight unglaublich viel Content und eine ebenso erstaunlich lange Spielzeit. Das Sahnehäubchen des Spiels ist aber die Gameplay-Mechanik. You see, damned useful, really. Why, at that size, you can go into places you normally couldn't. Unser Held kann jederzeit seinen Kopf austauschen. Das hat jetzt aber nicht nur kosmetische Gründe, denn der Tausch der Köpfe wirkt sich sehr stark darauf aus, wie unser Held mit der Umwelt interagiert. In der Regel benötigt man verschiedene Köpfe, um die diversen Rätsel zu lösen, oder man erhält einige Vorteile im Kampf. Dieses ganze Kopftauschsystem ist wohl die lustigste Mechanik, die es je in ein Actionspiel geschafft hat. Es gibt einen Kopf, mit dem man in der Bevölkerung nicht sofort wie ein bunter Hund auffällt, einen Kopf, mit dem man unter Wasser atmen kann, einen Schrumpfkopf oder auch einen Zombie-Kopf, den man mit Benzin oder Helium füllen kann. Insgesamt gibt es 8 verschiedene Köpfe und jeder kommt mit seinen ganz eigenen und besonderen Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten. Die Welt von Deadhead Freight ist kein linearer Pfad und man muss leider auch mit einem Sack voll an Backtracking rechnen, damit man auch noch jeden Bereich des Spiels öffnen kann, um letztendlich das Ende zu erreichen. Das bedeutet also, dass man mit einem frischen neuen Kopf in ein früheres Level zurückkehren muss, um dort dann eine Passage freizuschalten, die vielleicht 3 Stunden vorher noch blockiert war. Leider fordert das Spiel von euch selbst herauszufinden, wo man die verschiedenen Köpfe einsetzen muss, was das Backtracking teilweise in eine heillose Schnitzeljagd verwandelt. Allerdings wird man hier behutsam an der Hand genommen. Spieler haben immer Zugriff auf ein Notizbuch, das einem immer mehr oder weniger die Richtung anzeigt, in die man gehen muss, und auch das Lösen der Rätsel sollte kein Problem darstellen, da man ebenfalls praktische Hinweise zur Durchführung erhält. So erhält man ziemlich schnell eine Idee davon, welcher Kopf für eine bestimmte Aktion benötigt wird. Wow! Wow! Damn it! Where the hell does she keep disappearing to?
Grundsätzlich ist das Backtracking ohnehin verzeihlich, da man eben nicht nur dumme kleine Münzen in vorher verschlossenen Zonen aufgabeln wird, wie in vielen anderen Titeln, die diese Art von Hindernissen ins Spiel geworfen haben, nur um künstlich das leere Gameplay am Leben zu erhalten. Just where do you think you're going, freak? Look who's talking. What are you and your little friends on the way to a Halloween party or what? Deadhead Freight ist aber wie gesagt nicht nur ein witziges Adventure, in dem man sehr viele Geheimnisse und Intrigen lüften wird, sondern man wird auch eine Menge Gegner ins Jenseits pusten. Leider bereitet gerade das Kampfsystem sehr, sehr große Schmerzen. Nicht aber wegen des Formfaktors der PSP und die leicht grützigen Tasten, wobei ich den knarzigen Analog-Controller bis heute nicht ausstehen kann. Die Kämpfe selbst sind jetzt auch nicht mal so das Problem. Jeder Kampf artet sehr oft in ein chaotisches Handgeplänkel aus und in Verbindung mit den vielen Köpfen und den damit verbundenen verschiedenen Angriffen ist der Kampf rein theoretisch eine absurd lustige Achterbahnfahrt. Fahrt der Gefühle. Leider wurde die Kampfmechanik so grottenschlecht umgesetzt. Die PSP hatte zwar weniger Tasten als ein Standard-PlayStation-Controller, aber das ist immer noch kein Grund, warum man ein Tastenlayout aus der Hölle ins Spiel pflanzen muss. In der Regel klickt man auf die rechte Schultertaste kombiniert mit einem Klick auf Viereck oder Kreis, um einen Angriff auszuführen. Da das Kampfsystem von Deadhead Freight von seinen Kombos lebt, möchte man natürlich sofort einen Folgeangriff ausführen. Das Problem ist nur, dass man hierfür geschickt auf die X-Taste drücken muss. Das allein klingt noch harmlos, allerdings ist die X-Taste gleichzeitig auch die Sprungtaste, sodass sehr oft ein Kombo misslingen wird, während eure Daumen einen qualvollen Tod sterben. Das wirklich große Problem sind aber die leicht aggressiven Gegner. Wenn man nicht rechtzeitig deren Angriffe blockt, prügeln sie einem die Scheiße aus dem Leib. Solange man gleichzeitig nur gegen einen Feind kämpft, ist das Schlamassel noch recht überschaubar. Gesellen sich aber noch drei oder mehr Feinde hinzu, wird der Kampf schon beinahe zu einer aussichtslosen Sache. Am besten schaut man zu, wie unser Held zu Brei geschlagen wird und beginnt nochmal von vorne, anstatt sich durch einen Kampf zu quälen, den man ohnehin nicht gewinnen wird. Die gute Nachricht ist, dass die verschiedenen Köpfe den Kampf rein theoretisch etwas einfacher machen, aber praktisch ist eben das Kampfsystem immer noch eine Qual. Good Lord! What in the world possessed you to leave the house looking like that? Do I know you, lady? Obviously not. Man sollte aber wegen den teilweise wirklich beschissenen Handgeplänkeln nicht allzu schnell das Handtuch werfen. Denn abgesehen davon ist Deadhead Freight wirklich ein hervorragendes Spiel, auch wenn die Kämpfe scheiße sind. Der Grund dafür ist, dass uns das verrückte Abenteuer in so viele unterschiedliche Zonen der Stadt bringt, die allesamt unglaublich spritzig und für die PSP unfassbar schön gestaltet wurden. Und in einem jeden Bereich gibt es ein Füllhorn an Dingen, die es zu erledigen gilt. Es scheint, dass wirklich jeder Bewohner eine Aufgabe für uns parat hält und man wird über Stunden eine Menge Spaß haben, auch noch jede einzelne Mission zu erfüllen, so unsinnig sie auch erscheinen mag. Don't worry, sweetheart. I'm gonna crack this case wide open. You can count on it. Und wenn man keinen Bock auf das Erledigen von irgendwelchen Aufträgen hat, kann man immer noch sehr viel Zeit mit einer Partie Flipper, Billard oder einer Handvoll anderer Minispiele verplempern. Wie schon kurz erwähnt, ist die Grafik wirklich eine Schau und meiner Meinung nach gehört Deadhead Freight zu den schönsten Spielen, die wir auf der PSP finden können. Aber nicht nur die Grafik ist erste Sahne, sondern auch die vielfältigen Animationen unseres Charakters. Jeder Kopf verleiht Freight ein anderes Moveset, was der ganzen Kopfwechselei noch die perfekte Würze verpasst. Aber auch alle anderen Charaktere und besonders die Bosse sind wunderschön dargestellt worden und jede einzelne Figur sticht aus den ohnehin detaillierten Umgebungen nochmals hervor. Damn it! Pit must have gotten here first. That bastard doesn't miss a trick. Auch die Zwischensequenzen sind hervorragend und bieten einen guten Übergang zwischen den Spiel- und Handlungssequenzen. Der einzige Nachteil sind die ständigen Ladezeiten in nahezu jedem einzelnen Bereich. Die sind vielleicht nicht schrecklich lange, kommen aber leider sehr häufig vor. Die PSP war eben nicht das schnellste Pferd im Stall. Ja. Fred, you're at the casino. How exciting. Somehow, Sam, I'm guessing you don't want me to place a bet for you. Besonders fantastisch ist auch der Sound, wobei die Sprachausgabe wohl die beste ist, die wir seit langem auf die Ohren bekommen haben. Unser Held wird von niemand anderen als John McGinley vertont, also den fiesen Dr. Perry Cox aus Scrubs. Er haucht mit seinem trockenen und ziemlich sarkastischen Tonfall dem Spiel die extra Portion Leben ein und sorgt für die gesamte Zeit für humorvolle Textzeilen. Mal abgesehen von dem äußerst madigen Kampfsystem ist Deadhead Freight der wohl beste Titel auf der PSP. Die Rachegeschichte in einer dunklen Welt ist verdreht, kompromisslos humorvoll und insgesamt ist auch das Gameplay relativ ausgewogen. Es ist ein fantastisches Abenteuerspiel voller unvergesslicher Charaktere und genialen Rätseln, das euch über Stunden an die Handheld-Konsole fesseln wird.
wären da nicht die unfassbaren Krämpfe in den Händen, weshalb ich euch unbedingt empfehle, dieses Spiel entweder irgendwie auf der PS3 oder mittels der PS Vita TV auf einem großen Bildschirm und normalen Controller oder mit Hilfe eines Emulators zu spielen. Egal wie ihr diesen unfassbar guten Titel spielt, ihr dürft euch Deadhead Freight jedenfalls nicht entgehen lassen. Es ist einer der großartigsten Perlen auf der zweitkleinsten PlayStation und es ist eine wahre Schande, dass es von diesen Spielen nie einen Ableger für ein anderes System gab. Well, you gonna be sorry, man, 'cause I'm gonna shove that jarhead of yours right up your ass! Deadhead Freight gehört definitiv zu den Spielen, die unbedingt ein Remake verdient haben. Bis dahin solltet ihr einen Ausflug zu eurem Händler eures Vertrauens machen, denn dieser Titel gehört in eine jede gut sortierte Sammlung. Passt aber auf, dass ihr nicht euren schönen Kopf verliert. Was it good for you, doll? I was out of my head with ecstasy. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.